Hallo? Ich verstehe Sie nicht. Wie bitte? Ah, vergessen Sie es. Bestimmt keine Zunge oder so. Dein Huhn ward zu Gold, 18 Karat. Im Sumpf hält jemand die Lösung parat. Voodoo und Zeugs. Vormals nur Voodoo. Besuchen Sie unsere neue Filiale auf Plunder Island. Einfach mal mitgenommen. Da sieht man, dass Werbung alles ist. Das ist so dick wie Bratensoße. Lieber nicht. Ich werde in diesem Matsch nichts finden, wenn ich mit meiner Hand herumfische. Es ist Teil des komplexen Abflusssystems von Blondbarts Hühnchenladen. Da ist Blondbarts Hühnchenladen. Geh mal einfach mal rein. Haben Sie eine Reservierung? Natürlich habe ich eine Reservierung. Dann lassen Sie mich doch bitte mal den Reservierungsbeleg sehen. Kein Reservierungsbeleg, was? Dann raus mit Ihnen! Das war ein kurzer Besuch. Das sind doch Restaurants, wo man immer wieder gerne hinkommt. Es ist ein altes Krähennest und jetzt ist es ein Schild für den Hühnerladen. Ja, hier haben wir das schöne kleine Städtchen. Puerto Pollo. Meine Güte, was für eine Arbeit, solche Hintergründe zu zeichnen. Ja, stimmt. Das fand ich immer beeindruckend an Monkey Island 3. An solchen Spielen im Allgemeinen. Die so aufgezogen sind, so in der Im Gedenken an die Hühner, die ihr Leben gaben. Während des großen Puerto Pollo Potluck Pfadfindertreffens von 1621. Also ich meine in der Generation. Das wusste ich noch gar nicht. Ja, siehst du, man kann immer was Neues lernen. Was steht da an der Kirche? Am Rathaus? Das? Ja. Das ist nur die Werbung fürs Bier. Das Long John Silver Zentrum der darstellenden Künste präsentiert Spear. Genau. Kann man auf ein bisschen Brunnen trinken kann? Nein. Nein, man kann nur mit dem Brunnen sprechen, aber das geht natürlich. Was sehr schön gemacht ist hier, ist, dass tatsächlich die Uhrzeit oben angezeigt wird und weiterläuft. Stimmt. Das fand ich auch immer gut. Da. Besonders die detailreiche Gestaltung der Uhrzeiger fand ich immer sehr faszinierend. Boah, schon so spät. Ich muss gehen. Genau, und dann immer der Satz dazu. Nur sind wir im Theater. Ach ja, stimmt, es war nicht das Rathaus, es war das Theater. Welches Theater hat denn eine Uhr auf dem Dach? Es ist ein alter Reisekoffer. Er ist bedeckt mit Aufklebern von vielen weit entfernten Orten. Stimmt, in unseren Rathäusern ist auch meistens ein ganz schönes Theater. Hey, es ist ein Aufkleber von Blood Island. Da steht, Blood Island ist für Bluter. Eine Mitteilung der Blood Island Tourismusbehörde. Vielleicht weiß der Besitzer dieses Koffers, wie man nach Blood Island kommt. Er klebt auf dem Koffer. Zum Tragen ist er zu schwer. Das sind ein paar Speerattrappen. Mitnehmen. Ich brauche keine Requisiten. Man kann doch aber auch nur so tun, als ob man kämpft. Ja? Nur ein paar Schwertattrappen. Na. Schwertattrappen. Ich brauche keine Requisiten. Stimmt, irgendwie ein lustiges Wort gerade. Schwertattrappen. Frisch getrennt ist voll vermurkst. Da ist nichts keine eingefallen. Requisiten. Das ist ein Piratenmantel. Sieht aus wie ein netter Mantel. Mit ein paar abgeblätterten, unansehnlichen Schuppen. Hier erkennen wir zum Beispiel den Unterschied zwischen oberaffig und Normalmodus. Genau. Im Normalmodus kann man die Schuppen nämlich so sehen. Und im Oberaffig-Modus muss man erst den Mantel anschauen, um die Schuppen dann zu sehen. Ganz schön oberaffig. Das ist verrückt. Ich hätte nicht gedacht, dass Schuppen sich bewegen. Oh. Also, wer von euch ist die Oberlaus? Wir sprechen natürlich mit den Läusen. Und nehmen sie direkt mit. Langsam verstehe ich, warum Guybrush niemand ernst nimmt. Wir können jetzt eigentlich den Piratenmantel anziehen. Sieht zu groß für mich aus. Ach, schade. Im zweiten Teil hat er einen schönen Piratenmantel gehabt. Da sind sie. Sie zappeln. Ich frage mich, ob es in diesem Stück eine Rolle für einen flotten, gaunerischen Piraten gibt. Coole Spiegelanimation. Es ist eine Eselsmaske.
Stimmt, das, sowas gab es ja damals eigentlich überhaupt nicht so in solchen. In Point-and-Click-Adventure sowieso nicht irgendwie, ja? Nein, eigentlich nicht. Sehr schön gemacht, sehr schön, sehr schön. Es sind ein paar trotzige Schauspielmasken. Er ist leer, oder nicht? Ich will die mystischen Kräfte des Huts nicht stören. Es ist ein Zauberstab. Schauen Sie, wie ich das verschwinden lasse. Und zack, weg war's. Und da ist es. Verrückt. Die Zauberkräfte müssen auf etwas anderes konzentriert können werden. Können wir den Zauberstab mit irgendwelchen Gegenständen im Inventar verwenden? Eine Karma-Folge, kombiniere alles mit allem. Schon mal probiert? Nee, das fällt mir jetzt gerade so ein. Der Zauberstab hat keine Wirkung darauf. Der Zauberstab hat keine Wirkung. Der Zauberstab hat keine Wirkung darauf. Scheinbar nicht. Aber darauf. Nichts in meinem Ärmel. Presto. Hey, es hat geklappt. Da ist etwas drin. Da würde man normalerweise nie drauf kommen, eigentlich, das einfach zu machen. Aber irgendwie habe ich es trotzdem gemacht. Das A, C des Bauchredens. Es ist an sich interessant zu lesen, aber ich sollte es an jemandem ausprobieren. Das A, C des Bauchredens ist ziemlich lustig. Der Zauberstab hat keine Wirkung darauf. Sie ist sehr modern. Nein, ich mag den natürlichen Look. Natürlich. Ha! Boah, wenn man weiß, wie Perücken hergestellt werden, das ist übelst aufwendig. Weiß ich eigentlich gar nicht. Weiß er eigentlich gar nicht. Wir hatten mal eine Führung in der Oper in Leipzig, da ist uns das erklärt worden. Es riecht, als würde etwas brennen. Muss wohl diese verkommene Verkabelung aus dem 17. Jahrhundert sein. Warte mal, irgend so ein Affe hat an diesen Schaltern herumgespielt. Ich muss erst die Bedienungsanleitung lesen, damit das funktioniert. Vor allen Dingen Verkabelung aus dem 17. Jahrhundert. Ja, genau. Es sprach der Forscher Georg Ohm, wo Kabel sind, da ist auch Strom. Was würdest du sagen? Dass wie Perücken hergestellt werden, die müssen jedes einzelne Haar mit einer Häkelnadel an dem Perückengrund befestigen. Was hast du in der Oper in Leipzig gelernt? Die brauchen mehrere Tage, um eine einzige Perücke herzustellen. Aber dafür sieht es auch dann gut aus und authentisch. Und authentisch. Ich muss erst die Bedienungsanleitung lesen, damit das funktioniert. Übrigens der dezente Hinweis mit den Bananenschalen, den ich jetzt erst verstehe. Wieso? Naja, in Bezug auf das, was hier dann passieren soll und so, und auf die Piraten in der Gefahrenbucht. Ja, ja, stimmt. Drück auf den Knopf. Ich drück. Das geht nicht. Ich muss erst die Bedienungsanleitung lesen, damit das funktioniert. Ich gehe lieber wieder. Gehen wir mal auf die Bühne. Wir sind doch Bühnenmenschen. Wir gehen jetzt einfach mal auf die Bühne. Oh, ich werde niemals rechtzeitig für diese Vorführung fertig sein. Wie kann ich so reden? Requisitenbaum. Künstliche Bäume dieser Art wurden häufig von den frühen Siedlern für Theaterproduktionen benutzt. Die mit ihrem Schild? Ich hoffe, dass ich jemanden finde, der es wirklich macht. Wir hatten sogar bei Schulaufführungen bessere Bäume. Aber Guybrush war in der Schule. Akt 4, Szene 8. Komm zu mir, Rosenkranz. Ich bin dein Vater. Und dann... Es ist ein Schauspieler. Thespian. Ja, da oben schläft. Ich lehre diese Piraten, was echte Kultur ist. Thespian. Ihr Holzklötze, ihr Steine, ihr altes Fleisch, ihr ungewaschener Haufen. Hey. Hey. Ich bin ein gefährlicher Pirat. Wer bist du? Cromwell. Schlappy Cromwell. Es ist eigentlich nicht mein richtiger Name. Mein Agent sagte mir, dass mein richtiger Name keine Star-Qualitäten hätte. Wie ist dein richtiger Name? Rex Glückspilz, Abenteuersucher. Aha. Was ist das für ein saumäßig dämliches Gefasel, das du da probst? Aber das ist das Meisterstück des Barden. Glaubst du wirklich, dass es so schlecht ist? Na, wir haben noch nicht viel gehört. Oh, es ist so schlecht. Oh, ich wusste, ich hätte das Material nicht ändern sollen. Wie habe ich nur meine unselige Feder nehmen und sie wie eine Nadel durch die unbefleckte Dichtung des Meisters stoßen können? Du hast Shakespeare umgeschrieben? Ich wurde dazu gezwungen.
Nicht eine einzige Person kam zu meinen Aufführungen. Oh, diese dummen, rohen Piraten! Nicht Mann genug, um sich mit ihrem sensiblen Innern auseinanderzusetzen. Also schrieb ich die gesamten Bücher neu. Ich konzentrierte die Brillanz von Jahrzehnten auf eine 45-Minuten-Revue. Spear, ein Theatermädling. Warum kannst du nicht zum Originaldrehbuch zurückkehren? Oh, die süße, süße, bittere Ironie des Ganzen. Nun, da du bestätigt hast, dass ich nicht wiedergutzumachenden Humbug produziert habe, habe ich mehr oder weniger die Garantie, einen finanziellen Erfolg vor mir zu haben. Warum finde ich das merkwürdigerweise ermutigend? Hast du das verstanden? Ja. Dann erzähl's bitte. Ich denke mal, das bezieht sich auf das Spielkonzept im Ganzen. Sozusagen ein Running Gag der Produzenten dieses Spiels, die eigentlich gedacht haben, das ist eigentlich bloß Unfug. Aber die Leute werden es bestimmt toll finden, weil es Unfug ist. Ne, ich finde es auf jeden Fall toll, weil es Unfug ist. Na, kann genau. Ich dir bei den Proben zu diesem Konzept schrecklichen Stück zuschauen? Ich würde vorziehen, wenn nicht. Ich werde nervös, wenn ich beobachtet werde. Natürlich. Übrigens könnte es tatsächlich hier noch so sein, dass hier das Konzept im Rampenlicht stehen tatsächlich noch funktioniert. Wie in den ursprünglich alten Theatern. Es war nämlich früher so, da man Theater ja nicht elektrisch beleuchten konnte, ja, man darf auch mal klug scheißen zwischendurch, waren diese kleinen Lampen, die wir hier im Vordergrund sehen, am Rand der Bühne, eigentlich mit Kerzen bestückt und das war der einzige Bereich der Bühne, der überhaupt zu erleuchten war. Das bedeutet, jeder Schauspieler, der gerade an der Reihe war, musste vortreten in diesen Lampenschein, musste seinen Text reden und dann zurück ins Dunkel treten. Daher kommt der Begriff im Rampenlicht stehen. Man verbrauchte ungefähr, ich glaube, was war es damals? Mehrere Pfund Kerzenwachs pro Theateraufführung. In so einer großen Oper, wie zum Beispiel in Leipzig. Okay, gehen wir zum Spiel zurück. Verrückt, hätte ich nicht gedacht. Da kann man so viel lernen hier bei deiner Wissenssendung. Machen wir mal weiter, wa? Komm schon, lass mich dir beim Proben zuschauen. Ich würde vorziehen, wenn nicht. Und hör auf zu jammern. Ja, das ist wirklich nicht sehr piratisch. Bitte, lass mich dir beim Proben zuschauen. Ich würde vorziehen, wenn nicht. Du siehst vielleicht das überraschende Ende von Romeo und Julia. Romeo und Julia sterben? Eigentlich passt dieses Ende nicht zu unserer Zielgruppe. Kann ich bei deiner Show mitmachen? Lass mich offen sein. Du hast einfach nicht die Hände eines Speerträgers. Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich das höre. Warst du auf Blood Island? Aber natürlich. Blood Island war einst der Ort, an dem man als Künstler in der Karibik sein musste. Das waren noch Zeiten. Wir waren jung und wild. Wir setzten neue Maßstäbe für unsere Kunst. Oh, welch riskante, gewagte Darbietungen wir gegeben haben. Wir hatten keine Angst, die zähen, anspruchslosen Sinne unseres Publikums zu schockieren oder zu beleidigen. Oh, was habt ihr gespielt? Hauptsächlich Pippi Langstrumpf. Kannst du mir sagen, wie ich Blood Island finden kann? Mein Agent Placido Domingo kümmerte sich immer um die Reisearrangements. Er wüsste schon, wie man dorthin kommt. Irgendeine Ahnung, wo ich ihn finden kann? Er ist ein Mitglied des Brimstone Beach Club hier auf Plunder Island. Vielleicht erwischst du ihn da. Dann sollten wir mal beim Brimstone Beach Club vorbeischauen. Irgendwie war mir nie so richtig klar, dass es dem sein Agent ist. Jetzt weißt es. Fahre fort. Es wachsen mehr Dinge auf dem Essen in deiner Kombüse, Horatio, als du dir in deiner Philosophie ertrocknest. Das ist Joriks Grabstein. Das war. Das ist Joriks Grabstein aus Hamlet. Wie heißt das Originalzitat? Hey! Ich weiß gar nicht. Stu, wenn du ein Schauspieler sein willst, musst du für deine Kunst leiden. Oh, okay. Das ist einfach störend. Wie bist du in dieser Show gelandet? Ich bin eigentlich eher ein Statist. Aber was ich wirklich will, ist Schauspieler. Die Leute nehmen dich einfach nicht ernst, wenn du nur ein Statist bist. Wie überraschend. Ja, nicht wahr? Hals und Holzbeinbruch. Danke. Die Qualität von Grog soll... Ich schätze, sie haben das Ende von Romeo und Julia verändert. Die Qualität von Grog. Er wollte sich abfällig über die Qualität von Grog äußern. Ich weiß es. Ich brauche keine Planke zum Gehen. Ist wieder eingeschlafen. Ich gehe bei dir, weil das Trauerspiel, das kann man sich nicht ansehen. Ich habe nicht die Hände eines Speerträgers. Nein, ich habe nicht die Hände eines Speerträgers. Was? So, die Vordertür ist, glaube ich, zu, weil, ja, gerade nur geprobt wird.
Es ist abgeschlossen. Ach, jetzt habe ich erst begriffen, was das mit dem Spear bedeuten soll. Ja. Gut, dass wir das nochmal spielen. Jetzt werden hier so alte Fragen geklärt. Ach, hier ist noch so eine Geheimnisfalltür. Ich löse jetzt mal auf, was das ist.